Feder. Leonardo, ich sehe dich. Aber ich ignoriere dich immer noch. Boah, wie viele Federn wir jetzt aber auch echt gefunden haben, ne? Mann, 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 ich bin mal gespannt, wie viele Federn wir am Ende haben. Also ich schätze mal, so ein paar werden wir noch finden auf jeden Fall. Weil wir werden ja im Laufe, wir werden ja hoffentlich noch ein paar Missionen auch in den anderen Gebieten bekommen. Und in denen werden wir dann auch relativ gut erkunden können, ne? Ich glaube, ich hätte auch zu dem außerhalb rennen können jetzt, ne? Wäre wahrscheinlich smarter gewesen. Naja, egal. Mehr Gameplay für euch. Von mir aus bist du das. Ich bin ein Assassine. Ja, genau. Nee, Federn sind. Entschuldigung, Federn sind. Unser Bruder hat Federn immer für unsere Mutter gesammelt. Und dann wurde ja unser Bruder hingerichtet und seitdem trösten diese Federn halt. Ich weiß gar nicht, ob es Mutter ist. Wahrscheinlich vielleicht, also eher Schwester, wahrscheinlich eher vom Alter her. Und auf jeden Fall. Wir müssen die sammeln halt, um an unseren Bruder sozusagen ein Andenken weiterzumachen. Und das steigert sozusagen das Ansehen meiner Stadt, weil dadurch wieder dann die Mutter bzw. Schwester dann wieder glücklicher ist. Ich glaube, es ist Mutter. Girolamo rät, sollen wir seinen Agenten zum Papst schicken. Stellt sicher, dass dieser Agent niemals. Okay. Einfach Boom machen. Okay. Wir machen einfach platt. Da ist er nicht hinter. So viel steht fest. Wir machen platt. Er ist gnadenlos. Ja, Problem damit. Hä, das Gebiet ist sogar nicht so groß. Das geht jetzt irgendwo hoch. Nee, eigentlich nicht. Ich hab mein Schwert auch noch gar nicht rausgeholt, ne? Aber ich muss aufpassen, dass mein Status nicht wieder hochgeht. Weil hoch geht er nämlich, dann muss man auch nicht wieder runterkriegen. Wie viele seid ihr denn? Boah, wenn das so viele sind, ist es so nervig, ne? Tschüss. Ach echt? Frische Assassine vom Spiel, sehe ich ja.
richtig krass, was ihr hier tut. Auto zweit ist halt auch unfair, ne? Was macht er da? Nein, ich tue ihnen nichts. Ist gut. Einmal bitte meinen Ruf verbessern wieder. Kann ich das eigentlich auch so machen einfach? Ja. Der muss ja nicht immer schlafen. Ach, das hier am Spieß? Ja, Kannibalismus, definitiv. Also der Typ ist voll mit drin hier. Der weiß Bescheid. Geht zum Licht. Giro hat einen neuen Kommandanten aus Venedig angeheuert. Er bewacht den Leuchtturm an der Küste. Er ist gnadenlos. Also mehr oder weniger, ne? Wenn ich mich nicht gerade mit meinem Pferd überschlage, bin ich mehr oder weniger harmlos. Das könnte man wohl so sagen, ja. Der Leuchtturm. Warum sind die denn jetzt auf einmal so weit weg? Ja. Keine Angst, er wird dir fernbleiben. Also in dem Sinne verschonen meine ich jetzt natürlich. So, jetzt sind wir hier doch nicht bei diesem. Der Schrei hält's doch gerade mal weg. Mal gucken. Finden wir die Glyphe nicht vielleicht doch noch? Mal hier die ganzen Säulen angucken, ganz in Ruhe. Jetzt hat man ja wirklich auch mal Ruhe. Sir, ich verstehe Sie nicht. Sorry, Pferd. Ich bin ja wieder da. Weil mich interessiert, was das für eine Lichtshow ist. Nicht die Glyphe, leider. Aber wie schön ist es, wenn es hier leise ist, ey. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Glyphe ist. Akzeptiere ich es, dass ich es nicht weiß. Ja. Für heute akzeptiere ich das.
So, und wo ist der Dude jetzt? Oben? Der denkt sich wahrscheinlich auch so, boah, ich hab voll die krassen Wachen, und dann guckt er runter und sieht sie alle schlafen. Naja, ich gebe das seine. Ja, ich gebe das seine, definitiv. Er sagt, ja, das ist wahr. Das ist eine gute Frage. Laju, da ist er, auf ihn. Ja. Auf wie mit Gebrüll, bla bla bla, immer das Gleiche. Guten Tag. Immer nett und freundlich bleiben, ne? Entschuldigung. Oh, jetzt soll ich den wieder rufen, ey. Wo willst du denn hin? Du willst wahrscheinlich hier mit mir nach Venedig. Ja, aber ich will nicht nach Venedig. So weit bin ich noch nicht. Ja, ich höre dich. Ich ignoriere dich. Immer noch. Bitte keine Mission mehr in dieses Gebiet. Danke. Der ist doch gleich viel schöner zu erreichen, den Taubenschlag. Markierung und Exekutierung. Einer meiner Spione hat sich verraten und wurde von Girano Moria, dem Herrn von. Ja, das ist mir schon klar, gefangen. Nun will er sie hinrichten, lassen sie sich in das Land verschleppt. Ihr müsst alle töten, die sie bewachen, aber lasst euch dabei nicht sehen. Sonst ist ihr Leben verrückt. Okay. So ganz entspannt hinreiten. Schon wieder in diese Region hier. Ich bin ehrlich, jetzt wo ich mich hier wirklich mal umgucken kann, ohne dass dieser Typ hier ruft, ne? Hi, hi, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Können wir uns noch mal das Boot ein bisschen genauer angucken? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es halt hier ist, diese Glyphe. Die Glyphe ist nicht auf dem Boot. Ist sie an dem Boot? Nö, an dem Boot ist sie auch nicht. Sagt Leonardo nicht, dass ich hier war. Ja, da hätten sie sich was Besseres einfallen lassen müssen, ne? Gibt's noch eine? Das war's. Finito. Das ist schön.
Dann wollen wir einmal zu diesem Schneider hier unten noch. Ich ignoriere das jetzt einfach. Einmal ignoriere ich dich noch. Ich könnte rein theoretisch auch rumreiten. Dafür muss ich aber die Brücke treffen, ne? Weil man könnte ja meinen, dass Reiten schneller geht. Entschuldigung. Die Dame kann da ja gar nichts für. Also außer, dass sie halt im Weg steht. Ja, du kannst noch 80 Mal rufen, SEO hier drüben. Ich bin schon lange nicht mehr da. Es ist ihm noch nicht aufgefallen, dass ich weg bin. Sein starker Arm beschützt die Schwachen vor der mächtigen Zorn. Erst Kommunikation! Schon wieder! Die Bruderschaft der Flagge landen vom Monte Poggiolo! Ihre Seele löscht von uns! So. Ja, Beutel. Gibt's auch nichts Neues. Haben wir nämlich alle schon. Kleiderfarben, wollen wir mal gucken. Wie laufen wir im nächsten Stream rum, Leute? Ich gebe zu, ich finde das schon extrem schick. Wir nehmen das hier. Adio. Erzählt euren Freunden von mir, ja? Jo, mach ich. Das ist unser Outfit für nächstes Mal. Allerdings sind wir noch nicht ganz fertig, denn wir müssen natürlich noch in unsere Villa zurückkehren. Das Geld abholen, die Federn abliefern. Ist eine gute Frage. Kenne ich dich? Kann sein, dass ich dich kenne. Wie geht's dir? Mir geht's gut soweit. Hoffe dir auch. Ich stehe bei sowas gerne auf dem Schlauch. Vor allem, wenn man mich sowas fragt und mich dann noch verunsichert, ob ich die Leute kenne oder nicht. Die Laufanimation ist bei gerade absolut brillant. So, dann wollen wir einmal hier Geld leer machen. Ja, moin. Zweiter Account? Deine Farbe ist anders. Du bist sonst rot. Ich bin verwirrt. War das Zufall? Weil natürlich kenne ich dich. Warum sollte ich dich nicht kennen? Aber warum warst du sonst immer rot? Hast du deine Farbe geändert? Ändert doch nicht eure Farben, Leute. Ihr macht mich doch wahnsinnig. Als nächste Waffe für den nächsten Stream würde ich ganz gerne mit euch mal ein bisschen was anderes spielen, nämlich den Streitkolben. Den haben wir letztes Mal auch gekauft im letzten Stream. Das wird die Waffe sein fürs nächste Mal, mit der wir dann wunderbar weitermachen.
An dieser Stelle würde ich allerdings, so passt ja, jetzt ist wieder der erste Count. Oder du bist, nee, jetzt bist du, ja, ist egal. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass du jetzt am Ende gekommen bist. Das tut mir auch ein bisschen leid. Aber ich war jetzt ziemlich lange ordentlich, will das ganze Zeug noch schneiden. Deswegen bin ich jetzt trotzdem so und sage jetzt einfach mal, ich wünsche euch. Nein, ihr sollt mich nicht wahnsinnig machen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Abend. Genießt den Tag. Wir machen morgen mit Monster Hunter weiter. Und das wird voraussichtlich auch der letzte Stream diese Woche werden. Den Stream am Donnerstag werde ich wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen nicht schaffen. Herzlichen Glückwunsch zu deinen 700 Stunden, Wadli. Ich danke dir dafür auf jeden Fall ganz krass. Wie gesagt, morgen wahrscheinlich letzter Stream der Woche. Ich weiß nicht, ob ich das Donnerstag zeitlich schaffe. Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen kann es sein, dass wir uns dann erst danach die Woche Montag wiedersehen. Wir werden nächste Woche auf jeden Fall ein neues Projekt beginnen. Da freue ich mich auch schon drauf. Wünsche euch jetzt aber wirklich einen wunderschönen restlichen Abend noch. Bin damit raus und sag, obwohl, nee, vorher bedanke ich mich nochmal ganz herzlich dafür, dass ihr heute auch alle so viel geschrieben habt. Danke, Leute. Das war echt ein richtig schöner Stream. Danke euch dafür. Damit bin ich jetzt aber endgültig raus und sag, bye bye.